Hey Leute, nochmal kurz vor dem Video, da ich die Teile nicht genau angesprochen habe, hier sind nochmal die Teile, nochmal einzeln gezeigt. Hier einmal der Prozessor, hier ist der 16 GB DDR4 RAM, da haben wir hier den Kühler für den Prozessor, Wasserkühlung ist zu teuer. Dann haben wir hier noch einmal das Mainboard, ist von MSI, ziemlich nice und ja, hat halt einen 1151 Sockel für meinen neuen Prozessor. Dann die 6 GB KFA GeForce GTX 1060, die ist sogar overclockt, also die ist leicht overclockt. Und dann hier nochmal eine SSD 250 GB und dann würde ich sagen, viel Spaß mit dem Video. Hey Leute und willkommen zu einer neuen Folge Minecraft Hacking auf meinem Kanal. Heute mal in der Windzeit-SG-Variante mit Nion. Warum mit Nion? Weil Nion hier einfach am Durchwecken ist. Vor allem ist Nion einfach ein einfacher Smoover-Client, den man immer noch für 5 Euro bekommt. Erstmal wieder Promotion reinhauen, Leute. So können die Leute mal alle weggehen. Ich hätte gerne eine Waffe oder so. Ey, ist das jetzt euer Ernst? Ja, dann suche ich mal ein paar Kisten, ne? Hier ist ja auch schon eine. Immer noch keine Waffe. Ich hasse es, wenn man bei Frevi immer keine Waffe bekommt. Kennt ihr den Moment, wenn man auf Frevi keine Waffe bekommt? Ich glaube, ihr kennt die nicht. Ich sollte mal schnellstens... Ah, ich habe ein Schwert. Lol, die Aura ist so gut, Alter. Die ist so gut. Okay, dann holen wir uns mal den da unten noch. Scheiß drauf, dass wir Half-Life sind. Ich habe so einen Ping wie so ein irgendeiner aus Syrien, der auf dem deutschen Server spielt, ungefähr. Tja, einmal Name-Tags wie toggeln. So, jetzt geht das ESP wieder. Und ja, heute gibt es halt, wie gesagt, ein paar Neuigkeiten. Und zwar darf ich mir nämlich jetzt offiziell von meinen Eltern wurde erlaubt, dass ich mir einen Computer kaufe. Das heißt so viel wie, ihr werdet noch mehr FPS sehen. Ich werde meine Videos in der höheren Quali rendern. Werde mehr mich in die Hacking-Szene einbringen können. Werde mehr mit anderen Leuten aufnehmen können. Mit anderen Leuten zu tun haben. Werde ich dann auch viel mehr. Ich werde mit anderen Leuten halt aufnehmen, wie gesagt. Ich werde einfach viel mehr wieder einsteigen in die ganzen, in die ganze Szene und so. Ich werde auch nicht so krass viel einsteigen, weil ich konzentriere mich immer ziemlich auf Real Life. Und, ja, da mache ich dann halt doch nicht so viel am PC. Also probiere ich auf jeden Fall. Und, ja, was kann man da noch sagen? Ich wollte euch heute mal so erzählen, was ich mir jetzt gekauft habe. Ich habe das Ganze schon gekauft. Insgesamt hatte ich ein Budget von 800 Euro. Habe es jetzt ein bisschen überschritten, aber gut, das Geld habe ich dank euch, wirklich dank euch, schnell wieder drin gehabt, denn ich habe in den letzten Tagen noch oft Nion verkauft durch das Nion of Gomme Video. Und ja, ich sage euch jetzt nochmal die Teile, die ich bestellt habe. Also, ich werde euch nochmal die Liste von Mindfactory unten in die Beschreibung packen. Und dann könnt ihr euch die Teile selber anschauen und auch mir dazu Bewertungen dalassen. Ich hätte gerne einen Kompass. Oh fuck, Alter. Okay, das war ein bisschen knapp, aber ich habe ja zum Glück ihn gesehen und reagiert. Der hat ein bisschen besser. Ach, sogar 2 Kompasse. Danke. Dann gönnen wir uns mal sein Equip. Der hat ja nicht gerade schlechtes Equipment, könnte man sagen. Goldschwert. Nee, brauche ich nicht unbedingt. Ach, der hat denn echt eine Eisenbrustplatte. Geil. Lol, Full Iron. Okay, nicht schlecht. Dann nehmen wir mal einen Tracker und hauen den anderen wieder weg. Ja, als Prozessor habe ich den Intel Core i5-7500K genommen. Nicht K, sondern ohne K, weil mit K ist nochmal 30.000 Euro billiger und ich will... 30.000 Euro, Mann! Ist nochmal 30 Euro billiger und ich möchte auch eh nicht übertakten, also passt das alles schon. Ja, als Grafikkarte habe ich, also ich habe den in der Box-Variante genommen, den Prozessor. Als Grafikkarte habe ich die GTX 1060 mit 6 GB VRAM. Ich habe nicht irgendeine besondere, sondern ich habe, glaube ich, die von KFA für 240 Euro. Oh, da hat die Killaura gerade echt nichts gemacht, muss ich mal so sagen. Die ist auf jeden Fall, die hat was drauf, die hat sogar ziemlich viel drauf. Und
Lol, okay, das war ein bisschen knapp jetzt gegen Ende. Aber auf jeden Fall ist das ein PC, der sehr gut ist. Ich habe mir so ein Corsair, das Corsair 270R Gehäuse, glaube ich, gekauft. 16 GB DDR4 RAM. Ist ein bisschen übertrieben, ich weiß. Aber ja, was habe ich dann noch? Das war auch eigentlich alles Wichtige. Ja, Gehäuse habe ich schon gesagt. Ja, ich habe halt ein 500 Watt Netzteil, passt schon. Und ja, mein Gehäuse sieht extrem geil aus, finde ich. Also so ist auf jeden Fall genug für mich. Also es ist ein schlichtes Gehäuse und ich werde auch ein paar LEDs noch kaufen, wenn ich wieder ein bisschen Geld habe. Ich habe mir nämlich ein bisschen verschuldet, denn ich habe mir was geliehen bei jemandem. Und ja, also ich habe jetzt alle Teile. Ich werde euch nochmal die genaue Liste in die Beschreibung packen. Ich habe halt noch eine 256 GB SSD dabei, keine der neuesten Varianten, also M2 oder so, glaube ich. Ganz normale SSD, aber das ist schon so ein großer Unterschied gegen die HDD, die ich in meinem jetzigen Aufnahme-PC habe. Und ja, ihr könnt euch auf jeden Fall freuen. Ich werde andere Spiele bringen. GTA werde ich jetzt flüssig aufnehmen können, auf jeden Fall. Mit dem Kaby Lake, mit dem Kaby Lake CPU kann man auch auf jeden Fall was anfangen und der G60. Dann würde ich sagen, haut rein und ciao.